Ja, guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Experteninterview. Mein Name ist Christiane Saalbach. Ich bin Geschäftsführerin der DVW GmbH und in dieser Funktion zuständig für die Organisation der Intergeo-Konferenz. Meine heutigen Gäste sind Uli Gellhaus. Er ist Vorsitzender des Lenkungsausschusses Geobasis der ADV und Dr. Jens Rieken. Der ist Vizepräsident des DVWs und dafür auch zuständig für das Programmkomitee. Aber heute ist er in seiner Funktion als Leiter des Arbeitskreises Raumbezug der ADV gefragt. Guten Morgen, Herr Gellhaus. Ich würde mit Ihnen beiden ganz gerne herausfinden, einmal, was die aktuellen Arbeitsschwerpunkte in der amtlichen Vermessung sind und inwieweit die Intergeo hier eine Schlüsselrolle einnimmt. Herr Gellhaus, welche Bedeutung kommt der Intergeo in Bezug auf Fortbildung der Beschäftigten in der Vermessungsverwaltung zu? Also auch erstmal von mir aus guten Morgen. Also für mich ist die Intergeo nach wie vor die Drehscheibe für alle Themen rund um Geodäsie, Geoinformatik und Landmanagement. Denn es gibt keine andere Veranstaltung, die die Bandbreite unseres Berufsfelds auch auf internationaler Ebene aufzeigt. Und es gibt eigentlich keinen besseren Überblick und Einblick in die neuesten technischen Entwicklungen und den direkten Draht zu den Herstellern, Entwicklern und Anwendern. Also wer fachlich auf der Höhe der Zeit bleiben möchte und sehen will, was ihn auch morgen erwartet, kommt um die Intergeo nicht herum. Ja, Herr Gellhaus, ich würde da doch gerne nochmal nachgreifen. Jetzt auch nochmal aus der Sicht des Programmkomitees. Wir haben ja gesagt, auch die amtliche Vermessung wichtig und auch gut vertreten im diesjährigen Programm. Was sind denn eigentlich die Kernthemen? Was würden Sie dieses Jahr gerne adressieren? Also das ist natürlich, oder da ist natürlich zuerst einmal das Projekt Smart Mapping zu nennen. Hier entwickelt die ADV die Webkarte der Zukunft, deren Beta-Version mittlerweile auch online zur Verfügung steht. Das wird ja auf der Intergeo vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt ist natürlich die bundesweit einheitliche Bereitstellung qualitätsgesicherter Geobasisdaten, sei es als Datensätze oder intelligente Datenströme, sprich Dienste. Also hier spielt die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern eine entscheidende Rolle. Und insbesondere den sogenannten zentralen Stellen, die die ADV und der LR Geobasis eingerichtet haben, spielen hierbei nicht zuletzt durch diese unterschiedlichen Sachstände, was das Thema Open Data angeht, eine große Rolle. Aber die ADV treibt natürlich auch so andere Themen um. Das sind, kann ich UAVs im Liegenschaftskataster einsetzen? Welche Lösung brauchen wir für Cloud-Anwendungen im Umgang mit Massendaten oder die Nutzung von Open-Source-Software und Kollaborationen wie OSM? Das sind so Themen, die uns beschäftigen. Und hierzu gibt es ja auch am Intergeo-Mittwoch die entsprechenden Updates, was dort gerade Stand der Dinge ist. Weiteres Thema in Sachen Raumbezug stehen natürlich so PPP-RTK-Verfahren auf der Agenda, insbesondere auch so mit unidirektionalen Kommunikationswegen wie DAB+, ganz spannendes Thema. Und natürlich auch die Nutzung von Fernerkundungsdaten, wie sie am Donnerstag in der Positionale zum Beispiel vorgestellt werden. Also Sie sehen, an spannenden Themen und Herausforderungen besteht in der ADV überhaupt kein Mangel. Und das Tolle ist einfach, dass die Intergeo sie abbildet. Ja, ich bin ganz bei Ihnen. Ich finde auch, dass das Wort Positionale ist nochmal wichtig aufzugreifen. Also steht ja für Anwendungen GNSS und Copernicus, also Anwendungen mit unmittelbarem Raumbezug. Das spiegelt eigentlich auch wider, dass die Geodäsie stärker auf Fernerkundung überall setzt. Also für mich ist da auch ganz wichtig das Thema GNSS, Sie haben es angesprochen. Der geplante PPP-RTK-Satellitenpositionierungsdienst wird als Bund-Länder-Entwicklung neue Massenmarktanwendungen ermöglichen. Das heißt, die Geodäsie wird viel breiter in der Gesellschaft verankert werden. Stellen Sie sich vor, 5 Zentimeter genau für Blindennavigation oder Rasenmäher künftig. Da ist noch so viele Sachen sind da in der Mache. Die Geodäsie ist da hochaktuell.
Das ist total spannend. Das heißt also jetzt Thema Blindennavigation, Rasenmäher. Das heißt, aus der Antwort wird eigentlich deutlich, dass die neuen Technologien die bisherigen Positionierungsverfahren verändern, ja, ergänzen können. Ist es deshalb entscheidend auch, dass die Intergeo-Konferenz und auch die Expo halt mit ihrem Fortbildungs- und Informationsangebot der momentanen Arbeitswelt, also das, was wir momentan als Ist-Zustand haben, eigentlich immer einen kleinen Schritt voraus sein muss? Ja, ganz sicher, Frau Saalbach. Also ich sehe das genauso. Die Digitalisierung der Arbeitswelt oder der Geodäsie, die verlangen von uns allen ständiges Anpassen der Prozesse und eine ständige Fortbildung. Und ich glaube, gerade das Konferenzprogramm der digitalen Intergeo dieses Jahr bildet das einzigartig und auch kompakt ab. Also ich hoffe wirklich, dass viele Beschäftigte der öffentlichen Verwaltung diese Möglichkeit nutzen, um daran teilzunehmen, auch digital. Man braucht auch nicht reisen, ja? Das hat auch durchaus Vorteile. Bisschen schade finde ich persönlich, dass wir keine Vor-Ort-Möglichkeit haben in Berlin. Das ist auch eine Chance natürlich des kollegialen Austausches. Das müssen wir nächstes Jahr wieder aufgreifen. Aber dieses Jahr, glaube ich, hat auch die Intergeo digital einmalige Chancen für alle. Ja, Herr Ricken, Sie haben das gesagt. Wir alle bedauern, dass wir Corona-bedingt in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltung durchführen können, dass wir uns nicht in Berlin treffen würden. Das ist sehr, sehr schade, denn wir alle schätzen ja den persönlichen Austausch und auch den Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen. Gleichwohl, ich sehe es auch so. Die Intergeo Digital bietet eine gute Möglichkeit, eben mit der Intergeo Community in Kontakt zu treten. Und ich glaube, auch das ist eben zu diesem Zeitpunkt durchaus sehr, sehr wichtig. Und für 2021 wünschen wir uns alle, dass die Intergeo als Präsenzveranstaltung stattfinden wird, dann in Hannover. Und Herr Gellhaus, eine letzte Frage damit an Sie. Was erwarten Sie für das Jahr 2021, bezogen einmal auf fachliche Entwicklung, aber bezogen durchaus auch ganz konkret auf die Intergeo? Also ich erwarte, dass die Intergeo 2021 auch wieder zu einer persönlichen Drehscheibe natürlich wird von Geodäsie, Geoinformatik und Landmanagement. Und dabei steht für mich im Vordergrund die fachübergreifende Vernetzung von Daten. Wir sind als in unserem Berufsfeld nicht nur Urheber und Verwalter von Daten, sondern wir müssen uns auch vermehrt mit der Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen engagieren. Also ich sehe das immer unter dem Stichwort, wir liefern auch Antworten auf Fragen. Also nicht nur der reine Umgang mit Daten an sich, sondern mit den Daten, diese Daten zu vernetzen und mit den Daten etwas Neues zu liefern, Antworten auf die gesellschaftlichen Fragen zu liefern, die uns umtreiben. Und mit den Erfahrungen der Intergeo Digital wird sich natürlich auch eine neue Dimension, glaube ich, für die Zukunft der Intergeo an sich erschließen. Also ich gehe davon aus, dass die Veranstaltung Intergeo gestärkt aus dieser in Anführungsstrichen Krise hervorgehen wird und dass wir, glaube ich, gut aufgestellt sind für nächstes Jahr, genau dort weiterzumachen, wo wir jetzt etwas behelfsmäßig vielleicht unterwegs sind. Aber das wird eine ganz neue Dimension sein. Und insofern freue ich mich auch jetzt schon wieder auf die Intergeo 2021. Vielen Dank. Ja, schön. Ja, ich habe ein bisschen entnommen, dass Sie im Grunde genommen sagen, es sind gesellschaftliche Herausforderungen. Diese gesellschaftlichen Herausforderungen können wir über die Anwendung im Prinzip Digitalisierung auf genau diese Herausforderungen, sprich Antworten auf Fragen finden. Und insofern denke ich, ja, bietet sich da wirklich eine Perspektive. Und insofern danke ich Ihnen für dieses wunderbare Schlusswort. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das Interview. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, eine interessante Teilnahme an der Intergeo Digital und bleiben Sie, das ist das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Ja, schönen Dank auch. Vielen Dank.